Freunde, ich habe ein Problem. Und zwar ein mittelschweres. Und ihr könnt mir dabei helfen. Vielleicht, hoffentlich zumindest. Was ist los? Sage ich euch. Ja, Freunde, ich komme direkt zur Sache. Ich weiß nämlich nicht, was ihr wollt. Und das ist ja das Entscheidende auf dem Kanal. Ich wollte den ja machen für euch. Und ich habe zig verschiedene Video-Ideen, Video-Richtungen schon gemacht. Ja, ich habe über Eröffnungen, Mittelspiel, Endspiel gemacht. Zur Planfindung, zur Mustererkennung. Eigene Partien habe ich kommentiert. Frauenschach habe ich gezeigt. Von namhaften, bekannteren Spielern habe ich Partien gezeigt. Ja, oder ja, und bei allen kommt immer ein und dieselbe Problematik raus. Nämlich, ich habe ja jetzt mittlerweile 3.500 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Und ich habe aber ein klitzekleines Problem, und das will ich mal eben kurz anreißen hier. Ja, wenn ihr euch mal jetzt zum Beispiel zu den Partien von den Frauen, da sehen wir 600 Aufrufe. Ist ja nicht schlecht, keine Frage. Aber wenn ich 3.500 Abonnenten habe, frage ich mich, was machen die anderen 3.000? Ja? Warum gucken die das nicht? Und oder ich könnte nehmen, wenn ich eigene Partien von mir, auch nur 600 oder 500 teilweise nur, oder auch nicht so das, was irgendwie alle vom Hocker haut. Über Endspiele, also ihr seht, die Aufrufzahlen sind immer alle ähnlich. Ich erreiche aber nicht irgendwie so den Kern von euch. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich euch selber mal fragen. Irgendwelche Fragen stellen, ja, in der Community. Und immer wenn ich dann eine Frage stelle, dann seht ihr hier, da bekomme ich irgendwie so stolze 49 Antworten von euch. Und bei 3.500 Abonnenten frage ich mich ja, sieht den Chat niemand oder erreicht hat niemand oder interessiert euch das alles einfach überhaupt nicht? Ja, ich kann nicht sagen, das ist total spannend. Oder wenn ich jetzt hier nochmal eine zweite, ich glaube die meiste, nur 22 Stimmen war das meiste, was ich jemals irgendwie an Antworten bekommen habe. Ja? Von daher, ja, da ist bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben. Und da aber haben wir eben die Problematik, dass ich nicht weiß, was ihr wollt. Und deswegen würde ich euch gerne mal bitten, in die Kommentare zu schreiben, was wollt ihr unbedingt sehen. Weil ich war bis jetzt immer der Meinung, dass ihr vielleicht irgendwelche, ist egal, was es jetzt letzten Endes ist, Mittelspiele oder sonst irgendwas, dass ich meine eigenen Kommentare dazu geben konnte oder wollte und auch gemacht habe. Und dass wir irgendwo so in dem Bereich zwischen 1600 und 2000, vielleicht auch ein bisschen drüber, dass wir da irgendwie so ein paar Ideen, dass ich meine Ideen zum Besten gebe, dass ihr das vielleicht nachvollziehen könnt. Denn das wird ja auf anderen Kanälen gar nicht so oft besprochen. Ja, so einfache, triviale Züge, was die Basisideen dahinter sind und so. Und es gibt natürlich viele Kanäle für Anfänger oder für die, so werden die Supergroßmeisterturniere beleuchtet. Ist ja auch alles gut, aber da, ja, Engine Lines absprechen oder ablesen, ja, ist nicht meine Welt. Ja, ich will lieber meine eigenen Gedanken vortragen hier und vorführen. Und jetzt bleibt es an euch, in Anführungsstrichen. Ihr müsst mir jetzt mal in den Kommentaren schreiben, was wollt ihr sehen? Und was würde euch am meisten interessieren? Es ist ja klar, dass nicht immer jeder zu jedem Thema immer alles sehen will. Das ist ja klar. Ne? Aber ich dachte so, alles, wo ich selber so ein bisschen kommentiere und meine eigenen Gedanken zuhole, das ist der Kern der Sache, warum ihr vielleicht den Kanal abonniert habt. Aber selbst da habe ich ja nur ein paar hundert Aufrufe. Ja? Also irgendwas mache ich falsch. Und deswegen müsst ihr mir sagen, was mache ich falsch? Was wollt ihr? Und ich hoffe einfach mal, dass dieses Video, ich halte jetzt ganz kurz und knapp und bin im Grunde schon fertig, ja, und überlasse es euch jetzt mal zu entscheiden, wie es hier weitergeht. Schreibt mir Kommentare und sonst irgendwas, Anregungen, ja, und aber hier auf YouTube in die Kommentare. Und genau, dann werde ich das irgendwann aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. In dem Sinne sage ich besten Dank für eure Hilfe schon mal und bis später.